heute steht im feuchtfröhlichen Geisterbuch der Obake. Obake sind dafür bekannt, als Bornsteinschwalben eingesetzt zu werden von Freiern, da sie im Dunkeln mit ihrer humanoiden Form nicht gut erkennbar sind und die verheirateten Männer den Unterschied kaum erkennen. Ich frage mich immer noch, was das für ein Buch vom Management ist, Das wirklich. Ich gebe auf feuchtfröhliche mit dem. Geisterbuch, ne? Es ist die Light-Version von Supernatural. Ich weiß immer noch nicht, warum die das nicht einfach das Buch der Ghost Butlers genannt haben. Dann hätten wir einfach unser eigenes Buch, das wäre schon ziemlich cool. Soll doch noch keiner wissen, Mann. Das ist doch von uns unterschrieben. Wir müssen doch das aber erstmal populär kriegen, weißt du, was ich meine? Aber wenn wir es von Anfang an so präsentieren, dann zählen wir einfach als die Gestörten. Tun wir das nicht so oder so schon? Ja, stimmt. Ich meine, wir waren die ganze Zeit zu dumm, Gefriertemperatur richtig zu messen. Das sagt Du. richtig viel über uns aus. Ihr habt damit nichts zu tun. Doch, du hast gesagt, 5 ist schon. Ja, es ist kalt, ne? Echt, es ist ja bei 5 auch kalt, aber es kommt immer auf die Wetterbedingungen auch an. So. Ich meine, Normaltemperatur ist hier 20 und es geht bis 5 runter. Immer. So, weißt du, hast du Keller aufgemacht? Ja, Bist du im aber ich Keller? habe mich dazu entschieden, nicht runterzugehen. Oh, ich geh mal runter lucken. Ja, du machst es schon. Oh, einer muss ja. Hallo? Hallo? Tu mir eingefallen, gib ihr nicht Bescheid, wenn er da ist. Okay, mach ich nicht. Hallo, Wir mit dem Mrs. Ganzen hier eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, aber Oh. Management hat gesagt, du brauchst das Geld. Mr. Dave Und dann haben Sweeney. die mir meinen Ach Kontostand so, gezeigt und da ach stand so. ein Minus und dann. Nur ich brauche das Geld, okay. Ja, hast mich erwischt. Ich habe viele, viele Schulden. Das ist meine letzte Hoffnung auf ein normales Leben. Dave Sweeney! Dave! Toll, das warum fängst du so an? Dave from the Cave. Mr. Dave Populis. Hast du schon irgendwas? Nö, du. Nix, aber ich glaube, ich gehe mal Fotoapparat holen. Mach mal Fotos von seinen Dingern da und dann wird er eh gleich wieder aggressiv. Ja, der reagiert auf Einzelpersonen, ne? Ich bin voll am Arsch, wenn du jetzt gehst. Okay, ich bleib da. Nein, geh, 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 geh. Okay, du machst das schon. Nicht sterben. Na, dann gib mir wenigstens vorher Bescheid. Ich sag dir beim Sterben Bescheid. Das gut, das gut. Bisschen früher wäre auch nicht schlecht. Du wirst es an meinen Stöhnen beim Laufen hören. Disgusting. Dave, kannst du mir vielleicht sagen, wo du bist? Bitte. Schon tot? Noch nicht. Jetzt bin ich aber gerade auf dem Weg zurück. Dave! Das warst du. Ja, war ich auch. Oder meinst du, der Geist schreit hier Dave rum? Achso, du hast Dave gerufen. Ich habe nur nix verstanden. Hast du das gehört? Was denn? Hat sich komisch angehört. Ich kann es nicht beschreiben. Ein Schrei war es nicht. Ja, ich habe aber auch was gehört. War unten noch so ein Dingsy-Dongsy? Ja, kannst ja mal Okay, hingehen. dann komm mit. Warum muss ich immer mitkommen? Weil ich mich sonst einpisse. Hey. Wie viel hast du jetzt? 3. Ja, dann war's das doch. Sei denn, der hat hier noch eins versteckt irgendwie und es geht jetzt Ja, eh ich glaube, nicht. der hat keinen Tod im Bunker. Versteh dich nicht, wenn du nicht die Taste drückst. Ich sagte, ich glaube nicht, dass der einen Tod im Bunker hat hier, wo er sich die hinstellt. So auf Ersatzreserve, weil zu viele Geisterjäger Doch, wäre schon cool. Aber du gehst reinkommen. nicht raus, ich gehe raus. Warum geh? Dann hol die Spirit Box und irgendwas Nützliches. Ich wollte eigentlich das EMP wiederholen, aber okay. Ich hab doch EMF. EMP! EMF!
Das ist das einfach Mehrpaket der Geisterjäger. Okay. Einfach mehr personal problems. Hier ist doch noch ein Totem im Schlafzimmer. Schon drei. Ja, dann sitzt jetzt doch, da hat er doch einen Bunker. Hat sich den schnell da hinten rausgeholt und dahingestellt. Okay, warte, ich komm gucken. Ich höre Türen, aber wo? Wo soll das da sein? Hinten im Schlafzimmer. Ja, dann hat er vier. Jetzt sind alle weg und wenn ich jetzt rausgehe, then you got a big problem. Warum? Weil er dann pissed sein wird. Die werden irgendwie immer erst richtig aggressiv, wenn man das Ding rausnimmt. Den Wie viel Geisteszustand habe A-Plack. ich? Den Geistesplack. Klack. Wie viel Geisteslack habe ich? 52. Der war gerade leicht aktiv. Ja, ich habe auch Schritte gehört. Der hat hier einen Steppen gemacht. Einen feuchten Soll ich mal Stepper. Dots mitnehmen? Boah, ja, dort immer richtig hinten rein, du. Aber volle Kanne. Und Geisterbox oder Und Box. Kruzifixus? Box, Box, Box. Okay. Warte, Taschenlampe kann ich eigentlich. Dann nehme ich noch einen Kruzifixus mit. Der macht mich irre. Was denn? Ich finde keinen Raum mit einer leichten MP. Jetzt hast du es auch. Ist ja alles rot. Wo kann ich das Ich kann nichts ausmachen? doddeln. Bitte, das geht mir voll auf den Sack, ey. Wo bist du? Garage. Ich doddel hier gerade so ein bisschen. Warum gehst du jetzt raus? Mach mal Spirit Box, ich gehe nur vor die Tür. Nein, der macht die Tür zu. Nein, ich habe doch Schlüssel. Der macht die Tür zu. Warte. Ich doddel jetzt erstmal hier jeden Raum durch. Ich habe einfach mal Salz hier hingestreut. Hier liegt einfach ein Brustkorb, ne? Wir sind voll dran vorbeigelaufen. Die Räume sind zu hell zum Doddeln. Wo hast du denn vorhin die Steps gehört? Der hat die Tür zugemacht. Wo? Haustür. Okay, nein, 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 bleib mal kurz da. Ich stelle mich jetzt Gott, hier in das Gott. Badezimmer und Nein, lass hoffe, mich man hört raus, weil nichts. ich krieg Panik. Ich schwör's dich, ich hau ab. Das war's. Viel Spaß, ich bin weg. Nein, bleib hier! Ich will das nicht. Jetzt sprech mit dem, ich bin draußen vor der Tür. Redest du? Bist du tot? Ich rede gerade mit dem, aber der antwortet mir Hast nicht. du hier, dann antworte mir doch, wenn er dir nicht antwortet. Nee, ich versuche ja gerade noch einen Weg zu finden, dass er mir irgendwie antwortet. Hallo? Dave. Bist du denn des Wahnsinns, hör auf, den Namen zu sagen? Dieser krank. Gestörtes Verhalten, ne? Boah, was mache ich denn jetzt mal? Aber nichts, ne? Nichts, nada, niente. Fuck. Ich lass das mal hier und nimm mal so ein Paraboli mit.
Paderborner Mikrofon. Ich höre Steph. Er hat die Haustür abgeschlossen. Ja, der ist hier, der jagt mich. Hilfe! Ich bin tot. Scheiße. Dave! Dave? Ach, scheiß drauf. Ich glaube, den Fall werden wir niemals lösen. Ist in Ordnung. Ich kann mich damit abfinden. Boah, da war eine Zehner. Ich habe 0%. Haben wir überhaupt einen Beweis jetzt? Gar nichts, ne? Boah. Shit, boy. Hat den Teddy fotografiert. Verwende ein Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Werde Zeuge eines Geisterereignisses, schieße ein Foto vom Geist. Ach, ich will da nicht rein. Ich habe keine Kamera dabei. Ach doch, die liegt hier. Nee, das ist ein Elf. Hä, wo ist denn die Kamera? Hier. Ja, schöner Teller, schöner Teller. Wo ist das Kruzifix? Hast du das Kruzifix schon mitgenommen? Ich will da aber nicht rein. Warte mal. Rede mal. Hallo? Ah, jetzt höre ich dich, ja. Ach, du kannst mich hören. Ja, er hat mir einfach mein Kruzifix abgenommen, bevor er mich getötet hat. Ja, aber wie soll man es denn gegen ihn verwenden, wenn es ihn nicht interessiert? Ich hatte es nicht. Beim Tisch. Du musst schon neben mir stehen, ne? Beim Tisch in der Ecke steht das. Ich geh doch nicht da rein jetzt, geh du da rein. Also auf Geisterbox hat er so semi reagiert. Was heißt denn so Er semi? hat nicht Entweder antwortet oder geantwortet. antwortet nicht. Nein, er hat nicht geantwortet. Ja, Er ist nur zu mir dann. gekommen und er war Ja. ziemlich schnell. Und Schnell? ich habe ihn gesehen, ja. Schnell? Wer wird denn schneller, wenn die Opfer da sind? Warte mal. Ja, das ist jetzt schwer hier für ein Bug. Beweise, Geister. Was war das? Raiju? Ein Raiju ist ein Dämon, der sich von elektrischem Stromfluss ernährt. Obwohl sie im Allgemeinen ruhig sind, können sie aggressiv werden. Ein Raiju kann. Nee, das ist nicht. Warte, Geisterbox können wir ja schon mal durchstreichen. So, EMF hattest du auch nicht, ne? Nö, gar nichts. Gut, dann haben wir schon mal ein paar weniger. Dann haben wir nur noch Dämon, Banshee, Revenant, Yuri, Hantu und Yao. Hantu. Ja, Hantu ist ein seltener Geist, der kalte Klimazonen liebt. Die Kälte scheint sie aggressiver und stärker zu machen. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Hat zum Mund? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, dann ist es kein Handschuh. Die fürchten das Kruzifix und sind in der Nähe weniger aggressiv. Okay, Dämon ist, glaube ich, auch schon mal raus. Banshee haben wir noch. Singende Sirene. Ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Habe ich jetzt auch keins gehört. Nee, dann nicht. Würde ich jetzt auch mal ausschließen. Dämon würde ich auch ausschließen. Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos.
Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Okay, dann sagen wir Revenant. Geht schneller, wenn er sein Opfer jagt. Versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Weiß ich nicht, ich habe mich ja quasi versteckt hinter dem Tisch. Nee, du bist da lang gelaufen, da hat er dich schon gehabt. Ich könnte der sein, dann würde der aber, dann hätten wir noch Gefriertemperaturen, Geisterorb und Geisterbuch, aber du hast halt gar keinen Beweis, ne? Nee, ich habe nichts. Dann haben wir noch Jurai. Haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand. Wird ein Jurai ausge... Okay. Ein Geist, der aus Gründen des Hasses. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben nur noch ganz, ganz wenig Dings, ne? Was? Geisteszustand. Ich habe 0%. Null. Der hat mich leer gelutscht. Ja, dann könnte es auch genauso gut so ein Jurai sein. Was steht denn bei Jurai? Ein Jura ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in die physische Welt zurückkehrt. Stärken. Jura haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Ja, ausgeräuchert so bitte. Nee, da steht ja aber nichts davon, dass er schnell ist und das war ein schneller Geist. Also ich sag Revenant, du sagst Jura, okay? Ja, ich krieg eh keinen Punkt. Außerdem nehmen die eh nur eins, glaube ich. Nee, du kannst aussehen, was du möchtest. Bist du drinne? Oh, er jagt. Hallo? Ich bin drin. Okay. Warte, was habe ich jetzt gesagt? Revenant, ne? Ja. Ja. Ja, der ist halt auf einmal so schnell geworden. Erst ja. So ganz, ganz langsame Steps und dann auf einmal so richtig fest as fuck ist er dann bei dir. Gucken, jetzt wir gucken, Mensch. Revenant, oh, ja, ich hatte recht. Ja, ich hab falsch, weil ich den Falschen ausgewählt habe. Geil. In meinen Hals mit den Punkten. Ich hab 124. Ich hab, boah, ich bin jetzt ein paar Punkte vor Level 10. Das ist mies. Was? Ja, mir fehlen denn? Was steht da? 8 Punkte gefühlt. Ja, ne? Glaube ich, nach Level 8. So, das war doch gut. So kann es jetzt immer laufen. Weißt du, nicht viel Hantier, einfach nur erraten, dann ist es richtig. Und hö, warum ich noch 2 Salz? Brauche ich nicht. Ja, scheiße. Das kann ich immer so laufen. Ich will nicht permanent sterben. Wir müssen alle Opfer bringen fürs Team. Auch du. Nein. Doch, was machen wir jetzt? Machen wir einen Ridgeview Curl noch oder machen wir altes Farmhaus oder machen wir verfluchtes Farmhaus? Verfluchtes, ne? Ja, gib ihm. Komm. Fluche es. Wirklich. Was? Mit dir dieses Spiel zu spielen ist purer Horror. Warum? Ich hasse diese ganze verfluchte Geschichte. Holla, ey, die Weiße. Komm, hab dich so. Nein, ich... Bist du derjenige, der sich nachher den Urin wieder rauswaschen muss aus den Klamotten? Nö, ich bin der die Waschmaschine anstellen muss, also muss ich da anpacken, ne? So, einfach Start drücken, dann kann ich nicht reden. Ich geh da nicht rein. Du gehst da rein, für die Wissenschaft. Nein, wir müssen jetzt die Kamera für das feuchtfröhliche Geisterbuch. Ich beobachte das jetzt hier schön von außen. Okay, dann mach ich das. Dann tue ich das jetzt auch. Nein, wenn du stirbst, muss ich auch rein. Nö. Nein, warte, ich nimm das. Ich überleg aber immer noch, was ich machen Billy soll. Billy Johnson reagiert auf alle. So, nimm mal deinen Kopf da weg. Verwende das Kruzifix, um den Geist an einer Jagd zu hindern. Erreiche einen durchschnittlichen Geisteszustand unter 25% und schieße ein Foto. Warum wollen die immer Fotos haben? Jetzt mal ehrlich, reicht dir nicht schon, dass Menschen sterben? Ja, ich geh hoch, du gehst unten. Was ist dunkel? Warte. Option. Audio. Nee, Video. So. Was denn? Machst du wieder Helligkeit höher? Ja. Man sieht gar nicht, wie du Stromkasten gefunden. Ne? Das ist ein Stromkasten. Das ist nicht der. Aber das ist auch einer.
Es macht einfach keinen Unterschied wirklich. Also schon ein bisschen. Oh, ich hab direkt hier. Ein Zweier. Ich hab direkt ein M4 an der Treppe. Wie hoch ist das Empf? Das war bei 2 nur, aber direkt an der Treppe hier. I've got nothing. Bin nicht zusammengezuckt. Wegen dem Bild. Nö. Ich Ey! mag dieses Haus nicht. Jetzt habe ich auch Helligkeit höher gestellt und trotzdem fühle ich mich sehr, sehr unwohl. Okay. Ah, ich habe so ein Ding Der gefunden. ist hier im Flur oben. Den Im doddel ich. Flur oben. Ja. Ich meine, ja, ich vergesse immer, dass ich das Ding drücken muss. Macht nichts, besser als die falsche Taste zu drücken. Ich hole jetzt mal andere Beweise. Also Hast du deinen Beweismittel, nicht Impf? Beweise. Der M Hast du fliegt deinen? oben. Hattest du da Ausschlag? Zwei, drei, Zweier, Dreier, so knapp. Hol du mal gleich Fingerabdrücke und Salz. Ich habe aber einen Kruzifixus. Hier wird nicht rumgefixt. Ich habe einen Kruzifixus und ein Amphor. Kann ich denn das Ich Buch finde, wir sollten ihn hinlegen? aber umnennen. Den Wippler. Wen sollen wir Wippler nennen? Wickler. Was? Wer ist Wittler? Wickler. Wickler. Very important ghost. Ist das Udolf Wickler? Aha. Gott, sogar hier das Kinderzimmer sieht spooky aus. Der alles andere geisthassende Wickler. Ich finde sowas schön, ne? Oder ich fand sowas früher immer schön, aber Was fandst du irgendwie schön? hat dieses Haus mir echt die Laune verdorben daran, in eine Holzhütte zu ziehen, die Ach, dunkel Holzhütten ist. sind immer noch schön, Mensch. Die sind spooky. Nein, Die kannst du finde gut drin ich. leben, das geht alles, du. Lehm kannst du da drin auch gut herstellen, ja. Wahrscheinlich schon, ja. So, was sollte ich jetzt mitnehmen? Salz, Kamera und Geht Box. nicht, ich nehme Taschenlampe mit. Ja, nur zwei. Also nur Salz. Tja, was hast du nur noch dabei? Man kann auch drei Sachen tragen. Kruzifixus. Das ist so Schiss. Warte, bei welcher Treppe meinst du, ist er? Du hast da. Okay, wo soll ich noch mein Salz hinstreuen? Hier im Eingang. Hier, wie macht man das? Ja, einfach L2 auf den Boden gucken und dann. Ha! Geh weg! Alte Drecksau, du bist, ha? Guck mich nicht so an. Muah, kriegst ein Nucci. Gott, ist er schon reingetreten? Nö. Aber gut, hat Empf jetzt reagiert oder nicht? Ich hab nicht drauf geachtet, du. Ich geh mal eben was Neues holen. Du hast das Kruzifix, lass mich nicht alleine. Dann bring mal Das bringt nichts, Kamera. er hat mich vorhin trotzdem getötet, was? Bring mal Kamera. Okay. Dann lasse ich dich halt jetzt alleine. Du wolltest es so. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Geisteszustand nur noch 50%. Nix, ich komm raus. Was soll man jetzt noch machen hier? Kamera nehme ich mit.
Ja, ist auch gut, ist auch gut, ist auch gut. Willst du Bewegungssensor mitnehmen? Für Treppe oder so? Oder für... Ich hab Bewegungssensor. Nimm dir auch noch einen Kruzifixus mit. Ich bin Das voll. kannst du dir im schlimmsten Fall, guck mal, du kannst auch was anderes in die Hand nehmen. Dann steckst du dir das einfach in deinen Pö. Und wenn die kommen, drehst du denen einfach den Pö dahin und dann haben die an. Nee, habe ich schon mal gemacht. Danach hatte ich 10 Minuten Schmerzen. Ah, das war ein Juri. Ja, der alte Jura, der hat mir das hinten reingebuddert. Du, das glaubst du gar nicht. Warte, gerade stand er hier. Wo soll ich denn das Hier. jetzt Hier, hinstellen? hier, Fußabdruck. Er ist reingetreten. Ah, ich habe kalten Atem. Wo soll Ja, ich die ich Kamera guck hinstellen? grad. Einfach hier in die Ecke? Welche Kamera, du? Ich meine den Fotoapparello, ne? Ja, zu spät. Der atmet. Raus hier. Raus hier. Der jagt. Ich laufe, ich laufe. Der hat mich. Nein. Doch. What the fuck? Boah, wie heißt der? Wer ist hier? Wer ist direkt so? Billy Johnson! Du bist ein Arsch! Du bist ein nichtsnutziger Geist! Vergreifst dich nur an Schwächeren. Du Fettsack. Jetzt habe ich Angst, jetzt gehe ich da nie wieder rein. Oh ja, das Geisterbox kann ich jetzt nicht mehr bringen, ne? Eine Arschkarte. Oh, ich habe schon wieder gar nichts. Ich habe schon wieder nur 3, 17%, ey, leck mich doch am Arsch. Oh, eine Bubble. Wir haben doch was. Wir haben eine Bubble. Cool, Geisterob. Kann er jetzt mal doddeln? Wenn er jetzt noch durch die Dots läuft, dann ist das alles gut. Ding ist hyped. Ich habe keinen Bock, wieder alles zu verlieren, wenn ich reingehe. Erreiche einen durchschnittlichen Geist. Was haben wir? Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Warum hast du das Kruzifix nicht in die Hand genommen, du Dulli? Das check ich halt nicht. Schieß ein Foto vom Geist. Nee. Ja. Du kannst auch wieder diesen Trick machen, ne, damit ich dich höre. Ich hab den schon gemacht. Dann red doch, anstatt nur eine Dose zu werfen. Junge. Den vorhin schon gemacht, aber du hast nicht geantwortet. Deswegen dachte ich, du hättest ihn noch nicht gemacht. Deswegen wollte ich dich gerade daran erinnern. Okay, meinst du, ein Kruzifix hilft wirklich? Nein. Ich auch nicht. Die Sache ist, ich glaube, sein Main Room ist tatsächlich der Raum an der Treppe. Ne, die Bubble ist ja auch da im Flur. Ja, Guck mal, aber ist ja der schwebt trotzdem doch ein da so Raum. sorgenfrei rum, der blöde Dicker. Hä, ich kann ihn da gar nicht sehen. Du Boah. siehst keine Bubble. Nein. Scheiße. Warte. Ich habe Helligkeit, glaube ich, was zu hoch gestellt. Auf wie viel hast du? 200 Bewegungsmelder. I see Ja, nothing. Dots, dann. Guck mal, Bewegungsmelder ging, aber man sieht nichts. Das heißt, Dots kann man schon mal rausstreichen. So, ich könnte jetzt halt noch nach Manchmal Geisterbuch kann man die gucken. aber auch nur durch Dots und Kamera sehen. Ich guck doch durch eine Kamera. Stimmt. Ach. Hä, ist immer noch zu EMF hatten hoch. wir gar kein. Oh, Gefriertemperaturen auch nicht. Ich hatte aber geil Dings Atem. Ich weiß nicht, ob Ja, das aber ich hatte ja zählt. das Thermometer in der Hand. Also Geister Dots wolltest du rauskicken, Jetzt ne? steht Mare da als einziger noch. Ich guck mal, was ein Mare ist. Ein Mare Warte, ist was die hast du Quelle alles von allen rausgekriegt? Albträumen. Sie wird bei Dunkelheit am stärksten stärken. Eine Mare hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln auffällt. Schwächen. Schaltet man die Lichter um eine Mare ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit. Nee, also, wie gesagt, ich hatte keinen EMF. Vielleicht ist es auch wieder so ein geheimer EMF. Gefriertemperaturen sind aber definitiv nicht. Okay, was ist jetzt alles ausgeschlossen? EMF und Dots? Noch nee, also Dots habe ich jetzt definitiv raus. Man sieht den ja nicht einmal da lang laufen. Aber Geisterorb hast du an. Ja, Geisterhaupt sehe ich doch hier Wegen ein. dem Bubble. Ja. Wegen dem Okay, ich habe Büble. jetzt Mare, Revenant, Hantu und Onryo da stehen.
Ja, ich guck gerade. Ich muss halt gucken. Ultraviolett hatte ich jetzt nicht gesehen. Aber ich will es nicht rausstreichen. Anthro ist ein seltener Geist, der kalte Klimazonen liebt. Ich muss noch mal rein. Obwohl, bei niedrigen Temperaturen bewegt er sich schneller. Hattest du auch das Gefühl, dass er irgendwie schneller hinter uns war, als ich gerade gesagt habe, ich habe Dingsatem? Nee. Ich gehe jetzt noch mal rein. Kommst du Ich würde mit? jetzt erstmal raten, Hanfu. Ja, mir kann ja nichts passieren, ne? Ja, mir schon. Komm mit. Oder soll ich dir lieber sagen, wie dein Geisteszustand ist? Ich höre dich nicht. Wir haben kein Funkgerät. Bist du Hat er mit hier? mir gemacht? Ja. Was hat er mit mir gemacht? Drecksau. Warte, ich brauche eine Taschenlampe. Soll ich vorgehen und gucken, wo er ist? Ja? Hallo? Hallo? Der jagt, ne? Lauf, Der lauf, jagt, der lauf, jagt, der lauf, jagt. ja, lauf. Weg, ich hab doch Kruzifix benutzt. Mann! Du ekliger, schmieriger, dicker Sack, was du bist. Guck mal, wie sie jetzt freut. Nicht gerade schön siehst du aus. Ich check das nicht. Ich hab das Kruzifix doch benutzt. Es war doch sogar Aufgabe. Es war ein Handtuch. Ja, hast du X dabei gedrückt, als du es in der Hand hattest? Nein, warum? Vielleicht muss man das. Musst du dafür jeden Mist da irgendwie benutzen. Wir können Wahrscheinlich jetzt musst du das da auch fortgeschrittene benutzen. Aufgaben machen. Ne? Ja gut, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass doch gerne eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin alles Gute und tschüss mit Üs, ne? Risiko